Hola, yo soy Iván Moreno y este año en Cabaluna juego el papel de Joaquín. Joaquín juega en la historia de Cabaluna un papel en el que pierde a su madre cuando era niño. Y ahí un día el cura de la iglesia le encomienda a Joaquín una misión que es devolver la piedra de la eternidad. Für Ivan ist die Herausforderung in dieser Show, neben der Schauspielerei, da er die Hauptrolle hat, auch die Reiterei. Er zeigt einerseits die Doma Vaquera, er hat ein Pas de Deux mit Julia Jonna, er zeigt auch die Laufpassade, wo ein Pferd auf zwei Beinen relativ lange durch die Arena geht. Also viele, viele Herausforderungen, die er aber mit Bravour meistert. Joaquim als junger Hirtenjunge ohne Erfahrung wird auf die große Reise durch Mexiko geschickt. Und auf seiner Mission muss er viele Hindernisse überwinden. Da ist ein Orakel, er muss in den tiefen Dschungel reiten und vielleicht trifft er dort auch seine große Liebe. Para mí lo más complicado que me ha resultado este año ha sido la interpretación de Joaquín, sentir las emociones. Ivan ist für mich ein Ausnahmetalent unter den Reitern und er ist nicht nur guter Reiter, sondern auch ein sehr, sehr guter Darsteller. Yo a los espectadores lo que espero darles y entregarles, ¿no?, es todo el trabajo de nuestra vida, ¿no? Vivimos para los espectadores y para nuestro público. See you at Cabaluna.